Ich habe eine Nachricht erhalten, bevor du hier ankamst. Obwohl die anderen Archonten besiegt wurden, schickt Kyros eine weitere Armee, um gegen die Stufen zu marschieren. Sie bewegen sich auf dem Turm des Berges zu und krönen im Chor nach deinem Blut. Es scheint, als ob der Oberherr keine Wettstreiter dulden würde. Wie lauten deine Befehle? Was würdest du empfehlen? I suggest you find a means of flaunting your authority that will send a clear message. Nichts Geringeres als eine Demonstration der Macht würde das Vorrücken des Oberherrn zum Stillstand bringen. Ich schlage vor, du stellst deine Autorität auf eine Weise dar, die eine klare Botschaft vermittelt. Ein Edikt über das Nordreich sollte ausreichen. I like this idea not at all, but I cannot deny that it is the right course of action. Do whatever you must to repel this advance. Go now. To Vendrian's Well. Über den Norden selbst, ich mag diesen Gedanken ganz und gar nicht, aber ich kann nicht abstreiten, dass es die richtige Vorgehensweise ist. Mach, was notwendig ist, um diesen Vorstoß abzuwehren. Geh jetzt nach Vendrian's Brunnen. Right. Du hast dir die Loyalität der Gruppierung Geschmähten gesichert. Die Armee im Norden. Kehre zum Turm des Berges zurück. Ja. Kehre zu deinem Turm in Vendrians Brunnen zurück. Von dort wirst du in der Lage sein, ein Edikt zu verkünden, um die Armee des Nordreichs zurückzuschlagen. Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Kyros seinen eigenen Resonator hat. Gut, dann gucken wir mal, ob mit dem Edikt auch das Spiel endet. Ich habe nämlich so die starke Vermutung und eigentlich hoffe ich es auch, dass wir bald mal zu einem Ende kommen. Die Energiewellen, die vom dem Turm ausgehen, ziehen dich nach vorn und drücken deinen Körper und Verstand in die gierige Umarmung des Turms. In der Mitte dieser Flut steht der Resonator bereit, deine Stimme zu übertragen, deine Gebote in die entlegensten Winkel der Stufen und darüber hinaus zu schicken. Ja, von hier, dem höchsten Punkt auf der Halbinsel, könntest du deinen Willen weit nach Norden über die Grenzen der Stufen hinaus projizieren und dein Edikt sogar bis in die Lande des Nordreichs wirken lassen. Dich deinen Gefährten zu winnen. Vermutlich kommt dies einer Kriegserklärung gegen den Oberherren gleich bereit. Irgendwelche Wünsche? Den Resonator berühren und dich konzentrieren. Leise etwas murmeln, um den Resonator zu testen. Ich bin der letzte Archont der Stufen. Jetzt ist es an der Zeit, Kyros davon zu unterrichten, dass die Eroberung abgeschlossen ist. Deine Loyalität gegenüber Kyros bestätigen und dem Oberherr Neuigkeiten über deine erfolgreiche Eroberung schicken. Die hier einen Moment lang entspannen und über die Situation nachdenken. Da dein Werk in den Stufen nun so gut wie abgeschlossen ist, stehst du auf deinem Turm, atmest die kühle, stille Luft ein und lässt das geschehene Revue passieren. Gemäß Pyrrhos Befehlen hast du alles getan, was von dir verlangt wurde. Du hast das Edikt der Hinrichtung verkündet und dir die Archonten gefügig gemacht. Während du den Augenblick des Triumphes auskostest, hast du allerdings noch einige offene Fragen. Nur die Archonten haben Kyros getroffen, obwohl du nun zu dieser Berühmtheiten gehörst, kann deine Schlachtfeldbeförderung kaum mit dem offenbarenden Initiationsritus verglichen werden, den vermutlich alle neuen Archonten durchlaufen. Als du die Kriegsereignisse Revue passieren lässt, erscheint es dir unwahrscheinlich, dass dieser Augenblick Kyros völlig auf dem falschen Fuß erwischt hat. Weit unter dir liegt die Himmelfahrtshalle. Wäre das Edikt der Hinrichtung nicht aufgehalten worden, hätten die Opferzahlen der des Bürgerkriegs und der Machtkämpfe der Archonten entsprochen. Und wenn du das Edikt der Hinrichtung nicht beendet hättest, wer sonst hätte es tun können? Würde diese Person dann jetzt an deiner Stelle stehen? Du hast aus deiner Loyalität Kyros gegenüber kein Geheimnis gemacht und als dir klar wird, dass im Falle der tatsächlichen Hellsichtigkeit von Kyros dieser Sieg durch den Willen des Oberherrn möglich gemacht wurde, steht dir ein Lächeln im Gesicht.
Nun geht dir eine Frage nicht mehr aus dem Kopf. Wurdest du in deine Position gebracht, weil Kyros deine Loyalität erwartet oder weil Kyros von dir das Gegenteil erwartet? Und schließen sich diese Möglichkeiten tatsächlich gegenseitig aus? Es kann kein Zufall sein, dass das Edikt der Hinrichtung jemandem befahl, den Fuß des Turmes zu befreien. Das gleiche gilt dafür, dass die Machtkämpfe der Archonten und der Bürgerkrieg für einen Großteil des Gemetzels gesorgt haben, das Kyros anfänglich mit diesem schicksalshaften Edikt anrichten wollte. Dich deinen Gefährten zuwenden. Irgendwelche Wünsche? Kannst du alle von innen nach außen kehren oder sie Ringe pissen lassen? Verflucht, ich kann mich nicht entscheiden. Überleg dir etwas. Ich bin dir wohl keine große Hilfe. Berg mustert dich lange stumm. Das Edikt der Stimme hat geholfen, mich zu dem Mann zu machen, der ich heute bin. Ob das nun gut oder schlecht ist. Vielleicht braucht die Hierarchie des Oberherrn genau das. Ein wenig Unheil, um ihnen ein Denkzettel zu verpassen. Berg, ich bin beeindruckt. Woher kommt diese rebellische Ader? Sagen wir, ich bin auf diesem Feldzug in letzter Zeit mit einigen inspirierenden Leuten gereist. Du riesiger, weichherziger Dummkopf. Verschwinde, ich meine es ernst. Spring vor dem verfluchten Turm, bevor mir die Tränen kommen. Ich soll einen Vorschlag machen, wie du am besten eine ganze Nation auslöschen kannst? Nein, Schicksalsbinder, diese Entscheidung überlasse ich dir. Ja, ich tue hier mal einfach das Weichherzige und spare mir das Morden und so weiter und verkünde Kyros gegenüber die Loyalität. Der Befehl wurde bis ins letzte Detail befolgt, da nun ein einzelner Archont über die vereinigten Stufen triumphiert. In den Resonator sprechen. In Kyros Namen beanspruche ich Benoe die Stufen zum Ruhme des Oberherrn. Durch den Resonator verstärkt donnert eine Siegesansprache durch das Tal und die dahinterliegenden Lande. Sekunden später hörst du den Widerhall deiner Stimme von den Bergen. Deine triumphalen Worte dröhnen über ganz Teratus, lauter als jeder Donnerschlag, lauter als jedes Erdbeben. Einen Moment später zucken weit im Norden und Osten kupferfarbene Blitze zwischen den Wolken. Ein Spektakel, das es zum letzten Mal vor einem Jahrhundert zu bewundern gab, als das nördliche Königreich Kyros unterlag und zum Nordreich wurde. Die Eroberung der Stufen und von ganz Teratus ist nach langer Zeit endlich abgeschlossen. The Tears have been conquered, unified at last under a single banner. Word of your victory reaches the ear of Kairos. As does your declaration of fealty and obedience to the Overlord. In answer to your surrender, Kairos's armies halt their advance on the Tears and withdraw to their garrisons. You have brought order to the Tears, uniting the realms with the disfavored Legion, enforcing your will. The whole of Taradas now finally rests in Kairos's grasp. The conquest is, at long last, complete. Tage nach deiner Siegeserklärung stürmen zahlreiche Friedensdelegationen zu deinem Turm des Berges, der auch von vielen Botenvögeln ausgeflogen wird. Deine neuen Vasallen Wetteifer mit kriecherischer Schaustellung ihrer Linstreue und Schmeichelei um deine Kunst. In der Masse der Sendschreiben befindet sich auch eine einzelne wortlose Nachricht, die das Siegel von Kyros trägt. Sie hält eine Karte von Teratus, auf der alle bekannten Regionen der Welt jeweils dem Symbol eines Archonten zugeteilt sind. Dein Symbol befindet sich auf der Halbinsel der Stufen. Staaten sprechen lauter als Wort und am gleichen Tag, an dem du Kyros Karte erhältst, berichtet deine Speer, dass die auf die Stufen zu marschierenden Armeen umgedreht und sich aufgelöst haben. Du hast Kyros Erlass erfüllt und die ganzen Stufen werden nun von einem einzigen Archonten regiert. Deine ehemaligen Rivalen haben sich dir entweder unterworfen oder sind dahingeschieden. Damit wurde der Bürgerkrieg beendet. Der Schallachrote Chor mag zwar viele Mitglieder gehabt haben, aber das hielt dich nicht davon ab, sie sorgfältig zu zerstreuen. Du schlugst den Kopf der Schlange ab und sandtest jede Bande in das Chaos zurück, das sie gesät hatte. Wie sich die übrig gebliebenen Mitglieder der Horde beschäftigen, ohne in einem Krieg kämpfen zu dürfen, wird zum Stoff für Albträume.
Niemals wurde von den Geschmähten geglaubt, dass sie sich unter einem anderen General versammeln würden. Aber indem du Ash für deine Sache gewonnen hast, hast du das nächstbeste erreicht. Du kontrollierst den Archonten und machst dir so die Stärke des Nordreichs zu eigen. Du führst eine neue Befehlskette in ihrem altmodischen Regimentern ein und setzt dich selbst an die Spitze. Die Siege der Legion sind mittlerweile unzählbar und deine Soldaten bereiten sich mit Entschlossenheit auf die kommende Vergeltung vor. Unter deiner Führung wurden diejenigen besiegt, die sich der Eroberung widersetzen und Zetracht sehten. Ihre Rebellion wurde damit ein für alle Mal beendet. Sollte sich noch jemand fragen, wer die Stufen nun beherrscht, wird er seine Antwort in den Spuren finden, die du in der neu aufgebauten Nation hinterlassen wirst. Die Krone deines Erfolgs verbreitet sich über die Stufen hinaus, sogar in den linksten Winkeln des Reichs wird vom Schicksalsbinder geflüstert, der Aufstieg, um ein Archont zu werden. Ein Archont, dessen Einmischung die Eroberung zerschlug und damit den Weg zu einer neuen Zukunft für die zerrüttete Nation ebnete. Du hattest nie die Weisung, die Stufen unter dem Banner der Geschmähten zu vereinen, und dennoch ist dir dies auf bewundernswerte Art gelungen. Du hast die Armeen des Oberherrn unter deiner Herrschaft zusammengeführt und die Stufen auf ihren Platz in der neuen Ordnung vorbereitet. Dieselben Menschen, die sich einst während deiner Belagerung Flüche entgegengeworfen haben, lernen schnell, sich selbst als Teil eines größeren Ganzen zu sehen. Ein Ganzes, das über ihre bescheidenen Grenzen hinausreicht. Da das Edikt des Steins aufgehoben wurde, beruhigte sich die Erde im Steinmeer, sodass alle denken, dass das Reich von Azur wieder zu seinem früheren Glanz zurückkehren würde. Aber das Ritual, das vollzogen wurde, um das Edikt zu beenden, zerstörte das Land so sehr, dass nichts mehr wachsen kann, egal wie viel Mühe hineingesteckt wird. Mit viel Hingabe sind manche in der Lage, kleine Setzlinge anzubauen, aber nichts wächst daraus. Die Erinnerung an Kern als große zerstörerische Kraft bleibt als Moment aus leblosem Fels bestehen. Die meisten stimmen zu, dass die Welt ohne den Archonten des Steins besser dran ist, und das Volk von Azur macht sich daran, das Land, das einst von seiner Macht auseinandergerissen wurde, langsam zurückzugewinnen. Als stärkster und ältester Stamm ihrer Art ist der Tod der Steinpirscher ein schwerer Schlag für die Tiermenschen. Durch sein Verschwinden kommen zusätzlich Jahrhunderte von alten Traditionen abrupt zum Stillstand. Die Stämme in der Gegend erholen sich nie von diesem schrecklichen Verlust. Da Kerns Essenz bewahrt wurde und das Land von Azur für immer verflucht, kehren die Erdhexen zu den Geschmähten zurück. Ihr Ruf ist zwar nicht mehr so gut wie in vergangenen Zeiten, aber dass sie dem Shadowhun Kor einen so entscheidenden Schlag zufügten, indem sie ihn seiner Hauptnahrungsquelle beraubten, hat ihnen wieder den Respekt der Legion eingebracht. Die Erdhexen werden wieder in die Ränge der Geschmähten aufgenommen und werden wieder Teil der Armee, die bei der Unterwerfung der Stufen half. Da die Ungebrochenen so gut wie vernichtet sind, droht die ehemalige Bevölkerung des unbeugsamen Landes in die Gesetzlosigkeit abzugleiten. Kyros Streitmächte im Wachplatz schaffen es, die schlimmsten Aufstände niederzuschlagen. Dem Frieden jedoch, der von der neuen Führung der Nation gebracht werden sollte, wird sich bei jeder Gelegenheit widersetzen. Amelia kehrt mit ihrem Sprössling, der ehemaligen Erbin des unbeugsamen Landes, in Gwelfenesch Festung Irneesse zurück. Ihre Gegenwart verunsichert die Geschmähten, die nicht wissen, was sie von dieser Person halten sollen, die durch die Umstände zu ihrer Verräterin wurde. Zu einer Verräterin. Wie sie sich in der Zukunft, die du für Teratus geschaffen hast, behaupten wird, bleibt ihr überlassen. Obwohl es einige Zeit dauern wird, bis sich das Land von der Verwüstung des Edikts der Stürme erholt, beginnt das Klinggrab seinen langsamen Weg zur Heilung. Das Reich des unbeugsamen Landes wird vielleicht nie wieder seine frühere Pracht erreichen, aber es ist nicht so sehr zerstört, dass nichts Neues und vielleicht sogar Besseres auf den Knochen seiner Vergangenheit gebaut werden könnte. Die Blutlinie der Regenten ist nicht mehr, an ihrer Stelle ist Platz für neue Traditionen und Vermächtnisse. Deine Reisen brachten dich nie zur brennenden Bibliothek, das bedeutet, dass das Edikt des Feuers nach wie vor ungestört die Vellum-Zitadelle in ewige Flammen hüllt. Da ihr Arkaiswissen außerhalb ihrer Reichweite liegt, verfällt die Schule von Tinte und Feder zunehmend und dein Name wird zu einem Fluch in ihren verbitterten Rängen. Indem du Letians Kreuzung den Kommando der Gespäten unterstellst, hast du für die restliche Dauer der Eroberung die Zusammenarbeit und die Produktivität der Stadt sichergestellt. Das Herstellen von ausgezeichneten Waffen wird für immer das sein, wofür Letians Kreuzung in Erinnerung behalten wird. Nach dem Sprieg sprechen die Leute von den Schmiedetagen, als die Stadt noch ein Klumpen rohen Metalls war,
was darauf wartete, geformt zu werden. Indem du den Geisterbannhelm nach Lidians Kreuzung zurückbrachtest, hast du dafür gesorgt, dass die Geister nicht in die Stadt gelangen konnten. Du hast erstens die Bedrohung eines Geisterangriffs vom Tisch. Die Seeler sind dankbar, dass du sie befreit von dieser Gefahr ihr Leben weiterleben. Dass sie befreit von dieser Gefahr ihr Leben weiterleben konnten, obwohl sie das Wissen darüber, wie nah ihre Auslöschung schon war, verfolgt. Sie hoffen, dass die Sicherheit währt, die du ihnen geschenkt hast. Da du den Geschmieden die Kontrolle über Lethians Kreuzung überlassen hast, bleibt die alte Produktion da, wo sie hingehört, sicher in nordländischen Händen. Sowohl der Chor als auch das Stufenvolk kämpfen mit winterwärtiger Bronze und mit der Zeit wird der Nachteil zu einer lebenden Schwäche. Indem du einen Edikt über Vendians Brunnen verhängt hast, hast du der Welt deine Macht offenbart. Zum Glück für die Bewohner von Vendians Brunnen hatte das Edikt nicht lange Bestand, doch man wird sich auf ewig daran erinnern. Als die erste wahre Machtdemonstration von Kyros neuem Archonten. Raven Ash führt weiterhin die Geschmähten an, jetzt aber unter deinem Kommando. Zuerst sperrt sich der alte General gegen deine Anweisung, mit der Zeit aber lernt er deinem Urteil zu vertrauen, ohne es in Frage zu stellen. Im Zuge dieser Zusammenarbeit bringt ihr dringend benötigte Ordnung in die gesetzlosen Stufen. Im Zuge des Todes von Nerads Stimmen verbreitet sich die Freude über die blutige Rache auf den ganzen Kontinent. Dieser Anlass wird von allen, die unter der Unterdrückung des Schalahorotischen Chors gelitten haben, als Tod des größten Parasiten der Geschichte gefeiert. Trotz des Sieges nagt ein Gedanke an dir. Obwohl du Zeuge seines Todes warst, denkt sich dir immer wieder die Frage auf, ob Nerads Stimmen mit dir fertig ist. Tonan, der Richter, spricht weiterhin Recht vor seinem Sitz in der Bastardstadt auf. Er folgt den Gesetzen, die du erstellst, bis ins letzte Detail und erteilt Rat bezüglich jeglicher kleinster Änderungen, die du mangels Zeit oder Geduld nicht aufgesetzt hast. Ohne seine Hilfe wäre die Aufgabe, die Ordnung in den Stufen aufrechtzuerhalten, nahezu unmöglich. Der Todblätten Marx befreit die Welt von einem erstklassigen Mörder. Ein Schaumärchen weniger ist ein großer Verlust, dennoch ertappst du dich immer wieder dabei, wie du in dunkle Ecken eines Raumes blickst und dich beobachtet fühlst. Blädenmark wird immer einen langen Schatten auf dein Leben werfen. Nicht zufrieden damit, sich auf den Siegeslorbeeren auszurühren, positioniert sich Beric an der Basis deiner Anhänger, organisiert Truppen nach ihren Stärken und stellt sicher, dass alle ihren Teil beitragen. Seine Rüstung umschließt ihn weiterhin hartnäckig wie eh und je, aber er trägt sie jetzt mit geradem Rücken und leichteren Schritten. Eine Gruppe von loyalen Gefolgsleuten im Lager poliert seine Platte jeden Morgen, sodass sie ordentlich glänzt und der Gestank, der aus seinem Visier dringt, hat sich weitgehend verflüchtigt. Tafaf Geiz Medaillen zieren seine Brustplatte und manche seiner leidenschaftlichen Anhänger drapieren Blumenketten um seine Schulterplatten. Das Leben meint es gut mit dem riesigen Soldaten. Lyra lässt sich in dem relativen Frieden, der deiner Eroberung folgt, treiben. Sie kehrt ins Feld zurück und macht junge Frauen von ländlichen Gemeinschaften ausfindig. Sie gibt ihre Kampfkünste nur an die Leidenschaftlichsten weiter. Nachdem sie zahllose Frauen ausgebildet hat, folgt sie dem Beispiel von Nerads Stimmen und formiert eine eigene Armee, die herzlose Schwestern schafft. Lyra ist eine stille Lehrerin und nimmt ihre Dienste auf den Anspruch. Im Vertrauen darauf, dass sie jede Aufgabe annimmt, bei der es Blut zu vergießen gilt. Ledwig hält weiterhin ein wachsames Auge auf dich und führt seinen Bericht deiner Taten und Errungenschaften fort. Er wird seine Aufgabe, die Mythe, die Chronik mit Geschichte und Wissen zu füllen und folgt dir bis an seinen Lebensabend. Gemeinsam lernt ihr viel über diese Welt. Du gibst vor, Ledwigs schwindende Stärke nicht zu bemerken, obwohl du dich dabei erwischt, dass du mitten im Satz stockst, damit er beim Schreiben mitkommt. Er ist sich deiner selbstlosen List gewahr und schätzt sie im Stillen. Ebb bleibt in deiner Gesellschaft, wo sie vielversprechende Rekruten unter deinen Anhängern ausfindig macht. Nachdem sie manch offensichtliches Talent erkannt hat, nimmt sie sich einer Gruppe von Lehrlingen an und formt eine neue Schule von zukünftigen Gezeitenwirkern. Obwohl sie des Öfteren darüber scherzt, dass sie die Schule mit ihr am Ruder nur untergehen kann, denken ihre Schüler anders von ihr und das tun auch die Dutzenden von Hoffnungsvollen, die an ihre Tür klopfen, um ihre Anleitung zu bitten. Tötet im Schatten zeigt kein Interesse daran, die Stufe nach deinem Sieg aufzuräumen. Stattdessen nimmt sie es auf sich, jeden einzelnen geschmähten Soldaten aufzuspüren, der sich nicht deiner Herrschaft unterwirft.
Du hörst Berichte von zerfleischten und vermissten Soldaten aus Kyros Rängen, für die ein Tier von legendärer Wildheit verantwortlich ist. Obwohl du deine eigensinnige Gefährtin zweifellos finden könntest, lässt du sie auf ihre Art ihre Arbeit fortführen. Blutig, aber dennoch effizient. Sirene wird in der Zeit immer stiller. Sie spricht wenig und verzichtet auf ihre Lieder, als sie sich von deinem Militär distanziert. Eines Tages verlässt sie einfach so das Lager und macht sich auf den Weg in die Wildnis der Stufen. Gerüchten nach hat Sirene einen verlassenen Tempel in den Bergen besetzt und mit ihrem Schweigelied hat sie eine kleine Gruppe von respektvollen Anhängern um sich geschart. Du lässt sie in Frieden. Ach, wahrscheinlich, weil wir bei ihr nicht genug Gunst haben. Nachdem du aller Welt deine Loyalität gegenüber Kyros verkündet hast, ist die Eroberung von Terratus durch den Oberherrn abgeschlossen. Und das jahrelange Flutvergießen in den Stufen nimmt endlich ein Ende. Von deinem Platz hoch oben auf dem uralten Turm aus überblickst du deine Lande. Du herrschst nun nach Kyros Dekret, deine Gefolgsleute prahlen nur zu gerne mit deiner Macht des Edikts und flüstern untereinander, dass irgendwann der Tag der Abrechnung kommen wird. Vorerst aber scheint der Oberherr zufrieden damit zu sein, dich zum Ruhme von Kyros über die Stufen herrschen zu lassen. Ja. Tyranny. Developed by Obsidian Entertainment, published by Paradox Interactive. Ja. Powered by Unity. Ein episches Ende, auch wenn es nur in Bildern und Texten erzählt wurde, aber ich liebe diese Spiele. Ich habe dieses Spiel echt gemocht. Und ich werde es noch ein paar Mal spielen. Allein schon, um die anderen Wege durchzumachen, aber leider nicht mit euch, meine lieben Rollenspielfreunde. Denn ich habe noch so viele andere Projekte. Es steht ja noch Baldur's Gate 2 an und Pillars of Eternity 1 wollte ich nochmal mit den Addons durchspielen. Und dann kommt ja noch Pillars of Eternity 2 und alles. Aber im Großen und Ganzen, das Spiel ist toll gewesen. Wie alle Spiele dieser Art. Und ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß daran. Ja, diese Aufnahmesession ist jetzt etwas arg lang geworden. Ich möchte auch nicht mehr allzu viel sagen. Ich lasse jetzt einfach mal im Speedboost die Credits durchrasen. Damit wir hoffentlich wieder ins Hauptmenü kommen. Oder da ankommen. Ja. Im Hauptmenü. Gut, ich beende damit die Aufnahmesession dieses Projekt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, es gefällt euch auch weiterhin. Und dann sehen wir uns bei meinen anderen Projekten, beziehungsweise beim nächsten Projekt. Also, hi ho und man sieht sich.